Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part mit Winter Survival. Beim letzten Part ist mir aufgefallen, dass die Lautstärke doch etwas zu laut eingestellt war. Ich habe es jetzt runtergeschraubt und hoffe, dass es jetzt auf jeden Fall besser ist. Also, wir gucken es uns gleich mal an. Viel Spaß! Im letzten Part sind wir ja genau hier an dieser Stelle stehen geblieben. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es tatsächlich hier nicht gespeichert hat. Das heißt, ich musste quasi von dem Moment an, wo wir in die Höhle gekommen sind, beim letzten Part nochmal bis hierher spielen. Das habe ich jetzt gemacht. Da müssen wir nochmal gucken. Vielleicht weiß ja einer von euch schon, wie man am besten speichert. Ja, auf jeden Fall. Mir ist kalt, er hat Hunger und er sieht nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich langlaufen soll. Ich gucke jetzt mal hier. Heiße Quellen, ich muss dahin. Ah, okay. Also hier. Ich hoffe, dass ich jetzt die Umgebungslautstärke so laut habe, dass ich noch höre, wenn da irgendwelche Wölfe oder so kommen. Was haben wir hier? Eine kleine Holztruhe. Da sind Bohnen drinnen, ein Seil, Stoff und eine Zigarette. Chance zu geben, Nikotin verlangen. Chance zu entfernen, verlangen nach Nikotin. Eine moderne Zigarette. Eine moderne Zigarette. Ernsthaft. Okay. Absolut schlecht für die Gesundheit, aber hilft den Geist zu entspannen. Packen wir jetzt einfach mal auch ins Inventar. Ein bisschen ist das schon mit der Übersetzung noch so eine Sache. Aber das werden sie bestimmt auch noch ändern. Scheint spröde zu sein. Man kann es wahrscheinlich mit irgendeinem Werkzeug aufbrechen. Schauen wir mal kurz ins Inventar mit irgendeinem Werkzeug. Ich habe aber kein Werkzeug. Kann ich mir vielleicht irgendein Werkzeug herstellen? Also hier auf jeden Fall nicht. Hier ist nur das Lagerfeuer, Weichholzbrett, Holzbretter, Holzschüssel. Also ich glaube nicht, aber wie kriege ich es dann auf? Ach so, mit irgendeinem Werkzeug. Jetzt passt mal auf, was ist denn, wenn ich diese Bohnen... Nein, ich möchte es ja nicht dahin tun, jetzt nochmal I-Inventar. Ich möchte die Bohnen essen. Dann haben wir nämlich eine Dose. Und vielleicht können wir ja aus der Dose irgendwas machen. Aber die Dose ist weg. Okay. Dann leider nicht. Ja, schade. Jetzt dachte ich, dass man vielleicht mit der Dose dann irgendwas basteln kann. Aber hohes Gras halten, um aufzunehmen. Okay, nehmen wir mal mit. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür wir das brauchen. Und da hinten ist noch irgendwas. Sind es dann jetzt die heißen Quellen oder nicht? Ja, ich weiß, dass dir kalt ist. Es tut mir ja auch leid, aber wenn wir kein Werkzeug haben, um diese Tür aufzubrechen, dann kann ich dir leider auch nicht helfen. Was ist das hier? Guck mal, das könnte man eigentlich auch mitnehmen. Und da höre ich sie schon wieder heulen. Ja, und was machen wir jetzt hier? Geht zu den heißen Quellen, sagt er. Ach so, kann ich hier durchgehen? Sprinten ist laut. Was zum... Hier hängt da einer. Und hier, glaube ich, hat es jetzt gerade gespeichert. Ich schleiche mich jetzt mal an. Guck mal, da hängt einer. Der hat sich hier mit dem Fallschirm... Oh, fuck. Scheiße, er ist tot. Ja, sehe ich. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Lecker Füße. Aber anscheinend... Also ich habe zwar hier dieses Ding, aber... Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Ich bin ja noch in der Hocke, ja. Ich stehe jetzt aber mal auf. Denke nicht drüber nach. Geh einfach weiter. Ja, wohin? Ach, darunter.
Ich habe so die Befürchtung, dass wir irgendwie gleich irgendjemanden oder irgend... Ah ja. Oh oh, hat er mich gesehen? Oh fuck, der hat mich gesehen. Lauf. Lauf irgendwo hin. Ich habe ja noch keine Waffe oder so. Was ist hier? Runter? Kommt der mir jetzt hinterher? Ha. Ausgetrickst, ausgetrickst. Na, 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 na. Ja, okay. Kann ich eigentlich einen Stein aufheben? Nein, auch nicht. Okay, wir laufen einfach weiter. Und hier sind anscheinend die heißen Quellen. Endlich. Das fühlt sich wesentlich besser an. Ah ja, das glaube ich. Sieht ja richtig geil aus. So eine Schneelandschaft und dann so heiße Quellen. Ist nicht schlecht. Oh nein, lauf. Okay, schön bitte. Wohin muss ich laufen? Okay, wir rennen einfach den Weg hinterher. Straight, straight. Okay, und jetzt einmal dort lang. Igitt, mein Bein. Was ist mit meinem Bein? Kann ich sehen? Nee. Ich muss mich darum kümmern. Die Hütte hier. Ich sollte darin nachsehen. Welche Hütte? Da oben. Wie komme ich denn da hin? Kann ich jetzt hier mit leer? Konnte man sich nicht hochziehen? Aber ich kann hier auch nicht nah genug ran. Ach, sowas hasse ich doch. Bin ich noch in der Hocke? Nee. Ach so, er hat ja auch sein Bein gebrochen, deswegen kann er nicht hin. Oder verletzt oder so. Warte, was stand jetzt hier? Hallo? 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 Zweigbusch, halten zum Aufnehmen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil wir ja nicht wissen, ob wir das vielleicht brauchen. Na gut, da muss es doch aber irgendwo hier einen Weg nach oben geben. Da ist wieder so ein Zweig. Ja, chill dein Leben, wir sind gleich... Oh, oh wow. Der sieht ziemlich tot aus. Was zum Teufel stimmt nicht mit mir? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Aber hier ist auf jeden Fall die Hütte. Da haben wir wenigstens einen kleinen Unterschlupf. Gehen wir doch mal rein da. Mach zu. Okay. Und jetzt? Trockenleine. Hier ist es so dunkel. Gibt es nicht irgendwie Licht oder so? Ich sieh nix. Sorge mal. Hier ist ein Bett, Holzfällerbett. Da kann ich speichern. Aber es geht irgendwie noch nicht. Was ist hier? Feuerstelle, G aufleuchten. Hallo, ich drücke G. Ach so. Muss ich vielleicht... Guckt mal, wir haben hier die Feuerstelle. Was ist denn Instinktmodus jetzt schon wieder? Und ich möchte ja eigentlich jetzt hier Feuer anmachen. Aber es hat keinen Brennstoff. Wenn ich jetzt in mein Inventar gehe... Nee, ich muss in Y. Selbstherstellung, Anzünder. Ah, okay. Da ist irgend so ein Viech an meiner Wand. Irgend so ein Fliegeding. Ja, egal. Also, wir haben jetzt Zunder hergestellt. Kann ich jetzt, wenn ich hier rausgehe, es zum Aufleuchten bringen? Nein. Weil ich dieses Ding hier nicht öffnen kann, das Inventar davon. Oder bin ich einfach schon wieder nur lost? Nee, keine Ahnung. Also, es steht ja auf jeden Fall da, ich soll die Hütte untersuchen.
Das mache ich ja gerade. Hier, E benutzen. Beinstabilisator, natürlich liegt der hier in der Hütte rum. Und alkoholgetränkter Verband ist auch logisch, dass der hier rumhängt. Kleiner Speerhalter, okay. Altes Spielzeug heben wir auf. Alte Flasche. Es ist schon echt ganz schön dunkel hier. Es tut mir leid, wenn ihr jetzt da auch nicht so viel sehen könnt. Ich weiß nicht, warum ich dieses Feuer nicht anmachen kann. Hier müsste man auf jeden Fall die Hütte mal reparieren. Hier ist eine Truhe. Faser, Bohnen und ein Seil. Das ist sehr gut. Dann haben wir wenigstens was zu essen. Hier ist ein kaputter Kessel und eine kaputte Bratpfanne. Ah, noch mehr. Ein kaputter Milchbehälter. Und eine undichte Dose. Kaputte Holzschüssel. Mensch, wieso ist es hier so dunkel? Ich will dieses blöde Kackfeuer anmachen. Aber wir sollen erst den Beinstabilisator verwenden. Wo ist er denn? Hier. Much better. Viel Still, besser. Trotzdem, diese this Kälte bringt cold is mich killing me. um. Neues Schema, einfaches Lagerfeuer, Feuerabdeckung. Ich habe also was gelernt. Okay, vielleicht ging es deswegen noch nicht. Ja, jetzt kann ich nämlich hier den Zunder reinklatschen und auf Brennen klicken. Boah, ja, viel besser. Schaut mal, jetzt sieht man auch hier endlich was. Cool. Ich kann gerade nicht nach ihnen suchen, ich bin zu müde. Geh schlafen. Diese verdammte Reise. Schlafenszeit einstellen. Wie lange sollen wir denn schlafen? 7 Stunden? Wo kann ich das denn jetzt hier ändern? Gar nicht. Egal, wir klicken einfach mal auf Schlafen. Jeder Debuff, der während des Überlebens entsteht, zählt zur Erhöhung ihres Traumas. Wenn das Trauma 100% erreicht, wird der Wahnsinn ausgelöst. Q für Continue. Ach so, man muss es gedrückt halten. Wahnsinn schwächt jeweils eine Gehirnhälfte. Links verantwortlich für Anpassungsstörungen und rechts, right, erfordert die Auswahl eines neuen Symptoms. Okay. Symptome verändern die Überlebensdynamik, indem sie die Realität verzerren. Wählen Sie einen negativen Vorteil mit Bedacht aus, da seine Auswirkungen dauerhaft bestehen bleiben, auch wenn Bewältigungsmechanismen verfügbar sind. Psychose, Halluzinationen, traumatische Ereignisse fordern langsam ihren Tribut von deinem Verstand. Du halluzinierst und wenn du dich nicht um dich kümmerst, wird es noch viel schlimmer werden. Na gut. Ach so, jetzt muss ich hier also eins wählen. Oh Mann. Psychose war ein Raubtier. Aggressive Tiere wie Wölfe oder Wildschweine können als Halluzination erscheinen, was die Jagd herausfordernder macht. Dann haben wir. Also, das kann ich noch nicht wählen, anscheinend. Psychose Desorientierung. Erlebe Desorientierung wie Halluzinationen, die die Realität verzerren. Dinge ändern sich und testen deine Wahrnehmung. Dann haben wir Psychose war ein Beute. Wahrnehmungsmüdigkeit. Nach der Aktivierung des Instinktmodus können kurzzeitige Sichteinschränkungen auftreten. Und da können wir nichts machen. Ich glaube, ich nehme das Psychosewandbeute. Bestätigen, ja. Eine schreckliche Nacht. Ich gehe besser zurück und hole meine Sachen. Ich hoffe, sie sind noch ganz. Neue Quest. Hol deine Ausrüstung zurück. Und hier können wir jetzt speichern. Wenn wir jetzt auf G. Ah, dann haben wir unten rechts wieder das Speichersymbol. Okay, super. Also er hat jetzt anscheinend gespeichert. Was kann ich denn mit der Trockenleine tun? Irgendwie nix. Wie sieht es denn aus? Gut genährt, gut hydriert, gut ausgeruht und kalt.
können wir denn irgendwas jetzt herstellen? Ein gewöhnlicher handgefertigter Webstuhl ermöglicht rudimentäre Stoffbearbeitung. Tischlereistation ist auch nicht schlecht. Dafür brauchen wir einen großen Ast- und Klebestift. Fasern. Beinstabilisator, den haben wir ja aber schon. Schüssellagerfeuer, Tischlereistation, Strohschlafsack, kleine Holztruhe. Einfaches Lagerfeuer, richtiges Lagerfeuer. Was ist hier? Hier ist noch nichts. Und hier Stoff. Knochennadelfaden. Interessant. Also können wir uns dann auch Klamotten und sowas machen, wie es ausschaut. Okay. Ah, und wir sollen sogar einen Webstuhl bauen. Das können wir doch schon machen, oder? Ja. Und den drehen wir und sollen wir den einfach mal hier neben das Bett so hinstellen? Das dreht sich aber ganz schön lame. Ich möchte, dass der hier jetzt so gerade steht. Sieht aus wie in The Forest, ey. Cool. Also, Webstuhl haben wir verbessert. Fertige mit einem Webstuhl eine genähte Hose an. Und ich glaube, wir haben jetzt neue Sachen freigeschaltet. Hier genau. Eine Winterjacke, Winterhandschuhe, Wintermütze, Winterhose, Stofflicken. Eine genähte Hose sollen wir machen. Ja, dafür brauchen wir Stofflicken, zerrissene Winterhose und Stofflicken. Und für die Stofflicken brauchen wir Faden und eine Knochennadel. Und für die Knochennadel brauchen wir Knochen. Also wir können einen Faden herstellen. Und das war's aber auch schon. Mehr geht noch nicht. Dann holen wir uns jetzt mal unsere Ausrüstung zurück. Ups, machen wir hier schnell zu. Jetzt ist wenigstens auch Tag und man sieht was. Müsste mal die Intensität, glaube ich, von meiner Maus anpassen. Ich glaube, jetzt habe ich es umgestellt. Ich glaube, es ist ein bisschen besser. Aber trotzdem, wenn man ganz schnell guckt, ist es irgendwie doof. Naja, okay. Was haben wir hier? Können wir das aufheben? Ja, cool. Habe ich es mir... Oh, guckt mal, das hat sogar einen Keller hier. Eben nutzen. Das ist es nicht. Wie, das ist es nicht? Mach es doch auf. Falsch. Okay. Können wir anscheinend nicht öffnen? Ich habe doch schon wieder irgendwo einen Wolf gehört. Guck mal, da hinten ist auch noch so eine Hütte. Okay, na gut. Dann düsen wir mal los. Oh. Okay, das ist hier also rutschig. Jetzt weiß ich nicht, ob wir dann da hinkommen, wo ich hin will. Ich glaube, es sieht gut aus. Ist nur hier jetzt mal langsamer runtersliden. Gut, und wie soll ich jetzt da hochkommen? Okay, da fallen auch noch Felsen runter. Da bist du ja. Ich habe doch gewusst, dass da was hängt. Ja, wie komme ich jetzt rauf? Okay, also hochbacken geht irgendwie nicht. Vielleicht muss ich über... über den Ast da hinten hoch. Ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein. Deswegen ist nämlich auch der Stein hier hingefallen. Ja, ja. Ich glaube, ich bin ein schlaues Kerlchen. Aber ich bin mir noch nicht sicher. So, und jetzt ganz vorsichtig hier so rüberdüsen. Okay, jetzt sind wir zumindest hier. Hm.
Kann ich irgendwie springen? Ja, sehr nice. Was ist denn das hier? Ich krieg da immer dieses komische andere Maus-Symbol, aber machen kann ich auch nichts. Mein Rucksack ist immer noch da. Ich muss dann also irgendwie da hoch. Also, dann einmal, ups. Jetzt gehen wir mal hier hin. Und dann sind wir hier. Ich glaube, wenn ich jetzt da runterspringe. Nee, 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 das geht nicht, Leute. Das geht nicht. Da komme ich auch nicht hoch. Hier liegen Äste. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Alles, was wir kriegen können, nehmen wir mit. Und das geht nicht, okay. Wie kommen wir jetzt zu fix zum Teufel da hoch? Also ich glaube, der Weg über den Baumstamm war auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, Leute, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich an diesen Rucksack kommen soll. Wenn irgendwer von euch einen Tipp hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich den Part an dieser Stelle aber auch beenden. Ich bin ja mal gespannt, wie es in dem Spiel noch weitergeht und ob ich im nächsten Part an meinen Rucksack komme. Also schaltet auf jeden Fall da auch wieder ein und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und einen wundervollen Abend. Bye!